Nehmen Sie Platz. Wir haben genug Plätze. Da oben geht es auch noch weiter mit den Sitzplätzen. So, jetzt geht's los. Hallo, guten Tag, willkommen zur Vorlesung Einführung in die Sprachwissenschaft von der Deutschen Philologie der FU Berlin. Mein Name ist Roland Schäfer. Ich vertrete gerade die Professur für deutsche Grammatik. Ich sage Ihnen nur ganz kurz was über mich, weil Sie das wahrscheinlich brennend interessiert. Ich habe ursprünglich allgemeine Sprachwissenschaft und vergleichende Sprachwissenschaft studiert und Japanologie, in Klammern sprachwissenschaftliche Richtung. Ich glaube, Sie merken das Thema und habe dann Magisterabschluss gemacht. Ich habe dann in Göttingen promoviert über ein theoretisches, linguistisches Thema. Und habe mich in den letzten, kann man sagen, 10 Jahren sehr intensiv mit verschiedenen Aspekten der deutschen Grammatik beschäftigt, aus verschiedenen linguistischen Perspektiven, empirisch und theoretisch. Ein anderer Schwerpunkt von mir ist die Beschäftigung mit Grammatikvermittlung in Schulen und den zugehörigen Auswirkungen auf das Studium der Germanistik im weitesten Sinn für LehramtskandidatInnen. Und jetzt komme ich ganz kurz zu Ihnen. Sie sind über 900, also vielleicht jetzt gerade nicht, aber auf dem Papier sind Sie über 900. Und wenn ich Sie so angucke, dann würde ich sagen, Sie sind fast alle hier. Finde es gut, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich weiß auch, viele von Ihnen studieren Lehramt, längst nicht alle. Viele von Ihnen studieren auch Grundschulpädagogik. Ist halt auch eine Form von Lehramt. Und für Sie alle ist diese Vorlesung optimiert. Also sowohl für die, die kein Lehramt studieren, als auch für die, die Lehramt studieren und auch für die, die Grundschulpädagogik als eine Variante des Lehramtsstudiums studieren. Das ist doch wunderbar, oder? Ich habe das extra so über die Jahre optimiert, dass Sie echt was davon haben sollten. Das kann jetzt jeder behaupten. Ich fange dann gleich auch an und dann sehen Sie, ob das auch stimmt vielleicht. Der Plan für heute. Ich behandle heute zwei Themen im Wesentlichen, inhaltlich. Und beide sind, man kann sagen, fundamental für Sie alle. Nicht nur die Lehramt oder gerade nur die anderen. Ich rede erst über Grammatik. Und zwar nicht Grammatik im traditionellen Sinne, sondern so, wie wir in der Linguistik über Grammatik reden. Sozusagen, was ist unsere Idee von dem, was Grammatik ist? Nämlich, das ist ein System. Wenn man das jetzt nicht erläutert, dann ist diese Aussage völlig inhaltsleer. Deswegen erkläre ich es gleich. Und ich sage Ihnen dann was darüber, dass dieses System einen Kern und eine Peripherie hat. Das heißt, es gibt Sachen, die sind sehr zentral in diesem grammatischen System. Es gibt Sachen, die sind weniger zentral. Und das ist wichtig, weil im ganzen Verlauf des Semesters und auch im Buch immer wieder diese Begriffe, vor allem der Begriff des Kerns, bemüht wird. So, und dann sage ich Ihnen was über Norm und Beschreibung und Regel und Regularität. Das sind alles so essentielle Grundbegriffe der Linguistik. Die müssen wir jetzt einmal in der ersten Woche irgendwie klären und dann ab nächste Woche geht es konkret ums Deutsche auch. Der zweite Teil inhaltlich heute, da geht es um Grammatik in Schulen und im Studium. Ich werde Ihnen als erstes den Begriff der Bildungssprache anbieten und Ihnen auch kurz illustrieren, was das ist und was das nicht ist und warum Kinder mit 6, 7, 8, 9, 20 Jahren das vielleicht noch nicht richtig können und werde Ihnen dann sagen, wie Sprachbetrachtung hilft, also Nachdenken über Sprache, die Bildungssprache zu beherrschen. Und das mündet dann in der Beantwortung der Frage, welche Grammatik ist jetzt eigentlich für Sie die richtige? Das heißt auch, welche bieten wir Ihnen an? Das ist ja ein wichtiger Teil Ihres Studiums, den wir Ihnen hier anbieten mit Linguistik und Grammatik und so. Und was ist da eigentlich das Richtige? Gut, was ich heute erzähle, entspricht ungefähr Kapiteln 1 bis 3. Man könnte auch sagen 1 und 3 von dem Buch. Irgendwann müssen Sie die gelesen haben vor der Klausur. Wird jetzt vielleicht am Anfang ein bisschen viel auf einmal. Was Sie halt machen könnten, ist sich die beiden Kapitel auf jeden Fall 1 und 3 zum Beispiel für die Weihnachtspause vorzunehmen. Also ist jetzt nur so eine Idee von mir. Das ist Ihre Zeitplanung. Grammatik. Ist jetzt so ein Wort, wo Sie wahrscheinlich nicht vor Begeisterung erstmal kreischen. Das ist eigentlich schade. Denn Sie benutzen sie ja ständig. Jetzt egal, welche Sprache Sie sprechen. Ich nehme jetzt mal Deutsch.
weil es eine deutsche Philologie ist. Und ich setze jetzt mal voraus, Deutsch ist eine ihrer Erstsprachen. Das stimmt nicht für alle, die hier anwesend sind. Ich vereinfache. Ja, sie könnte dann auch sagen, und wenn Sie Englisch als Erstsprache haben, dann gilt dasselbe auch für Ihr Englisch und so weiter. Aber wenn Sie Deutsch als Erstsprache haben, und ich zeige Ihnen das hier, dies ist ein Satz, dann werden Sie, wenn ich Sie frage, ist das ein Satz des Deutschen, werden Sie sofort sagen, ja. Da werden Sie auch nicht groß drüber nachdenken. Normalerweise, wenn Ihnen niemand diese Frage stellt, dann geht der Satz einfach so durch und Sie verstehen, was er bedeutet und Sie sind dann fertig mit dem Satz, wahrscheinlich für immer. Wenn Sie das hier sehen, Satz, dies ein ist, nein, ist nicht Yoda, ist nicht mal der deutsche Yoda, aber so ähnlich, dann werden Sie auch sofort eine Reaktion haben, nämlich ist kein Deutsch. Das ist relativ eindeutig und da müssen Sie nicht groß drüber nachdenken, das ist der tolle Punkt an der Sache. Wenn ich Sie frage, okay, dann geben Sie eine Antwort, aber Sie müssen jetzt im normalen Leben nicht darüber nachdenken, ob ein Satz, den Sie gerade gehört haben, ob das jetzt Deutsch ist oder nicht. Wenn ich Ihnen das hier zeige, Kno, Kna, Knu, dann sehen Sie sofort den Unterschied zum Satz vorher. Der besteht nicht mal aus Wörtern, die Sie als deutsche Wörter identifizieren würden. Oder der, es ist ja kein Satz. Also was auch immer das ist, es besteht nicht mal aus Wörtern, die erkennbar irgendwie zur Sprache Deutsch gehören. Das sehen Sie auch sofort. Und wenn ich Ihnen das hier zeige, sagen Sie ja klar, kennen Sie, haben Sie schon mal gesehen, ist Englisch. Aber aus der Sicht der deutschen Grammatik ist es kein Satz, ist es nichts. Das sind keine deutschen Wörter, das ist kein deutscher Satz. Und da müssen Sie auch nicht drüber nachdenken. Wenn Sie jetzt kein Englisch können, sieht das hier für Sie genauso aus wie das hier. So. Und das Schöne ist, habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, Sie müssen da nicht drüber nachdenken. Das geht einfach so durch in der normalen Sprachbenutzung. Hier noch eine Kleinigkeit, die mir besonders am Herzen liegt. Da steht, dies ist ein Satz. Wenn es da so steht, haben viele zumindest von Ihnen wahrscheinlich Hemmungen zu sagen, ja, das ist ein Satz. Da fehlt der Punkt. Obwohl man den Punkt nicht hört, wenn er fehlt, ist der Satz irgendwie nicht vollständig. Das ist sehr faszinierend, da kommen wir am Ende der Vorlesung auch nochmal drauf zurück, in der Graphematik. So, das heißt, Sie haben die Fähigkeit, normalerweise, wenn Sie Sprache benutzen, Sätze zu erkennen als, jo, das ist meine Erstsprache oder eine meiner Erstsprachen oder nicht. Das klingt erstmal auch super einfach, gleich kommen die Probleme. Was ich auch schon gesagt habe, ist, Sie können die Sätze interpretieren. Können Sie auch. Dies ist ein Satz, Sie wissen, was das bedeutet. Wenn Sie das hier sehen, das ist ein Kneck, dann sagen Sie, okay, unterstelle ich Ihnen jetzt, Sie wissen im Grunde, was der Satz bedeutet, Ihnen fehlt nur irgendwie die Bedeutung von diesem Wort. Aber ansonsten würden Sie das als Satz des Deutschen klassifizieren, vorausgesetzt, dieses Wort hier gibt's. Kennen Sie halt nicht, aber in dem Moment, wo ich auf irgendein Objekt zeige, was auch immer das ist, und sage diesen Satz, in dem Moment ist dieser Satz sogar geeignet, Ihnen zu vermitteln, wie das Ding heißt, worauf ich gerade zeige. Ist doch toll. Ist für Sie, finden Sie das wahrscheinlich jetzt nicht besonders aufregend, aber Sprache funktioniert so, sonst würde sie nicht funktionieren. Wenn ich Ihnen die beiden Sätze hier zeige im Kontrast dazu, jede Farbe ist ein Kurzwellenradio und der dichte Tank leckt im Sinne von ist undicht, das ist etwas altertümliches Verb, dann haben Sie eine andere Reaktion. Sie wissen auch, was diese Sätze bedeuten sollen, aber bei dem ersten stellen Sie fest, das passt nicht zu der Ontologie, die Sie im Kopf haben, von Farben und Kurzwellenradios. Also Farben sind irgendwie was Abstraktes, was Sie wahrnehmen können, und Kurzwellenradios sind so komische Dinger, die ältere Menschen irgendwie faszinierend finden und sammeln oder sowas, aber und die man nicht mehr braucht wegen Internet. Aber das passt nicht. Also ontologisch kann man die nicht so verbinden. Das eine ist nicht die Oberklasse des anderen. Der dichte Tank leckt, das ist einfach widersprüchlich in sich. Wenn Sie die Bedeutung dieser Wörter kennen, sehen Sie das sofort. Trotzdem würden Sie doch sagen, das sind Sätze des Deutschen. Der eine passt nicht zu Ihrer Ontologie von Dingen der Welt und der andere ist in sich widersprüchlich. Aber so wie der Satz gebaut ist, wüssten Sie, also können Sie sagen, ja, das soll er bedeuten, aber das kann nicht stimmen. So ist die Welt nicht. Und das ist doch auch faszinierend.
Das sind, hier fehlt Ihnen ein Wort, okay, aber die Art, wie der Satz sonst gebaut ist, ermöglicht es Ihnen zu sagen, okay, ich weiß, was der bedeutet, wenn ich das Wort kenne. Und bei den beiden wissen Sie, obwohl da mit Verlaub Blödsinn rauskommt in beiden Fällen, wissen Sie genau, was passiert, wenn man Wörter so wie in diesen Sätzen zusammensetzt, was das dann heißen soll. Vielleicht kommt Ihnen das jetzt trivial vor, aber das ist eine völlig nicht triviale Eigenschaft von Sprache, nämlich Kompositionalität. Die Bedeutung komplexer, keine Sorge, es gibt jetzt nicht dauernd Definitionen, die ich Ihnen hier vorlese, das ist nur die ersten ein, zwei Wochen. Die Bedeutung komplexer sprachlicher Ausdrücke ergibt sich aus der Bedeutung ihrer Teile, das wäre schade, wenn das nicht so wäre, warum sollten wir dann sonst die Wörter lernen, und der Art ihrer grammatischen Kombination. Jo. So, und das nennt man Kompositionalität. Das ist die zentrale Eigenschaft, die Sprache, ja, wegen der Sprache eben funktioniert, zur Kommunikation. Wenn das irgendwie nicht so wäre, dann, Sie bauen einen Satz zusammen und Sie wissen aber nicht, was dann als Bedeutung rauskommt, wenn Sie den so zusammenbauen, das wäre ziemlich unbrauchbar. Da kommen wir dann auch noch drauf zurück, zum Beispiel in der Syntax. Das hängt jetzt ganz stark zusammen mit der Tatsache, dass Sprache irgendwie eine Ordnung hat. LinguistInnen streiten sich seit Jahrzehnten darum, wie diese Ordnung genau aussieht. Das ist jetzt aber nicht der Punkt. Sie würden sich alle, glaube ich, darauf einigen, dass es eine Ordnung in Sprachen und Sprache an sich gibt. Was heißt das? Das heißt, ich fange mal diesmal mit der Definition an, dass Sprache ein System von Regularitäten oder Gesetzmäßigkeiten ist, nach denen aus einfachen Einheiten komplexe Einheiten gebildet werden. Und die können wir dann interpretieren, dank des eben genannten Prinzips. Jetzt ist die Frage, wenn ich so eine Grammatik, so eine Sprache komplett beschreibe, wenn ich alle Gesetzmäßigkeiten aufschreibe oder im Gehirn habe zum Beispiel, ist relativ egal, wo diese Sprache jetzt aufgeschrieben wurde oder kodiert ist. In einem Rechner, also in einem Computer, im Gehirn, auch in einem Buch, völlig egal. Wenn Sie das haben, dann können Sie für jeden Satz zum Beispiel, den Ihnen jemand gibt, so wie ich Ihnen eben die Sätze gegeben habe, entscheiden, wird der von dieser Grammatik, die Sie da eben aufgeschrieben oder im Gehirn gespeichert haben, beschrieben oder nicht. Das ist so. Dies ist ein Satz, wenn ich Ihnen jetzt die komplette, die ultimative, vollständige Grammatik des Deutschen irgendwie in die Hand gebe, dann müssen Sie halt ein bisschen blättern, wo das alles steht, wie Sätze aussehen können und wie die Wörter zusammenpassen und so. Und dann können Sie aber entscheiden, jo, in diesem großen Buch wird dieser Satz beschrieben, indirekt, dadurch, dass Regeln, Gesetzmäßigkeiten aufgelistet werden. Sie können das aber auch genau umgekehrt, ja, bei dies ein Satz, dies ist Satz ein oder sowas, werden Sie in diesem Buch keine Beschreibung finden, nach der Sie Wörter so zusammensetzen dürfen. Das ist faszinierend, denn dann haben Sie eine Trennung, eine scharfe Trennung zwischen grammatischen und ungrammatischen Sätzen. Die grammatischen sind die, die ihre Grammatik beschreibt, und die ungrammatischen sind die ihre Grammatik nicht beschreibt. Jetzt habe ich eben gesagt, es ist egal, wo die Grammatik kodiert ist. Das stimmt nicht, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Denn Grammatikalität heißt nicht automatisch Akzeptabilität. Ich habe Ihnen ganz am Anfang gesagt, wenn ich Ihnen den Satz vorlege, können Sie sofort entscheiden, ob das Deutsch ist oder nicht. Jetzt machen wir es mal ein bisschen interessanter. Ich muss schon lachen. Ich zeige Ihnen jetzt einige Sätze. Bäume wachsen werden hier so schnell nicht wieder. Hören Sie sich die einfach mal an. Touristen übernachten sollen dort schon im nächsten Sommer. Schweine sterben müssen hier nicht. Sind das deutsche Sätze? Gehen die, also entsprechen die dem, was Sie als Deutsch empfinden? Der letzte Zug vorbeigekommen ist hier 1957. Das Telefon geklingelt hat hier schon lange nicht mehr. Häuser gestanden haben hier schon immer. Jetzt machen wir es mal interessanter. Ein Abstiegskandidat gewinnen konnte hier noch kein einziges Mal. Aber es ist noch interessanter. Ein Außenseiter gewonnen hat hier erst letzte Woche. Die Heimmannschaft zu gewinnen scheint dort fast jedes Mal. Jetzt sind wir im ganz interessanten Bereich. Ein Außenseiter gewonnen zu haben scheint hier noch nie. Ein Außenseiter zu gewinnen versucht hat dort schon oft. Einige Außenseiter gewonnen haben dort schon im Laufe der Jahre. So. Es tut jetzt ein bisschen weh, wenn einer so viele Sätze hintereinander vorliest, aber jetzt
bei diesen Sätzen, sind das jetzt alles Sätze, die Sie, vorausgesetzt, Sie haben jetzt Deutsch als Erstsprache, als deutsche Sätze klassifizieren würden? Oder einige oder keinen davon? Oder wie ist das? Können wir jetzt leider nicht diskutieren, das kann man dann im Seminar machen. Und das ist jetzt ein bisschen ein Problem, weil das Gehirn ist ein bisschen komplizierter als ein Buch, wo man einfach alle Gesetzmäßigkeiten, die das Deutsche, was auch immer das ist, definieren, aufgeschrieben hat. Entweder sind die Regeln in Ihrem Gehirn irgendwie dann doch anders aufgeschrieben, als wir uns das so bisher vorstellen. Und die gehen dann manchmal so ein bisschen in den Bereich, wo man halt nicht mehr so genau weiß, ist das jetzt, entspricht das noch meiner Grammatik oder nicht? Oder der Zugriff auf diese Regeln, den kann man halt hinters Licht führen und gezielt verunsichern. Ich meine, so sind diese Sätze gebaut. Das hat ein Kollege von mir, Felix Bildhauer, ist Experte auch für solche Phänomene, hat die mal zusammengestellt. Das ist ein ganz bestimmtes Phänomen, was hier illustriert wird. Und es würde mich jetzt nicht wundern, wenn wir jetzt hier eine Abstimmung machen, wenn wir völlig divergierende Ergebnisse kriegen und viele von Ihnen bei vielen von diesen Sätzen sagen, ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht. Ja, diese Sätze sind zu einem unterschiedlichen Grad akzeptabel für Sie. Das variiert auch individuell, das ist was, womit ich mich in meiner Forschung gerade auch beschäftige, individuelle Variation. Und da kommen ganz viele Probleme her, diese Idee von Grammatikalität, die ist super einfach. Ja, es gibt eine Grammatik, das sind irgendwelche Gesetzmäßigkeiten, danach ist ein Satz entweder grammatisch oder nicht. Wenn wir aber über die, sozusagen die natürliche Grammatik, die Sie sprechen und die Sie im Kopf haben und so weiter, irgendwie was aussagen wollen, dann wird das schwieriger, weil hier, ja, wie ist denn das jetzt? Ist der dann halbgrammatisch oder wie? Das ist Quatsch, das geht nicht. Da werden wir nicht so intensiv theoretisch drauf eingehen, auf dieses Problem. Wir werden dem aber öfter begegnen. Ich kriege dann immer so E-Mails, so die Sätze, die gehen doch gar nicht. Warum haben Sie behauptet, die gehen? Und dann haben wir genau das Problem. Das kann man dann in Ruhe ausdiskutieren. Nichts damit zu tun hat die Frage von Kern und Peripherie. Und ich illustriere, ich habe es am liebsten, wenn einfach da dann Beispiele stehen. Und den Rest sage ich Ihnen so dazu. Die blauen Wörter gehören zum Kern des Systems. Die roten zur Peripherie. Die blauen sind zentral. Baum, Haus, Mathe, Döner, Angst, Öl, Kutsche. Das sind Substantive im Kern des Systems. Nicht im Kern haben wir so Wörter wie System, Kapuze, Bovist, Schlamassel, Marmelade, Melodie. Was ist jetzt der Unterschied? Es kann jetzt nicht sein, dass die einen die sogenannten Erbwörter sind, also die auf germanische, nach allem, was wir wissen, germanische Formen zurückgehen, weil Sie haben in der ersten Liste Baum, Haus, so Wörter, die sind germanischen Ursprungs und dann haben Sie Döner, Angst, Öl, Kutsche, das sind alles Lehnwörter. Also das kann es nicht sein. Und in der zweiten Liste sind überwiegend Lehnwörter, das sieht man auch sofort, aber zum Beispiel Bovist, das ist so ein Trick, das ist eigentlich germanisch. Sieht nicht so aus, ne? Warum eigentlich? Ja, die Lösung ist ganz einfach. Ich würde Sie das jetzt gerne fragen, geht aber halt nicht. Die blauen sind entweder einsilbig oder trochäisch. Das heißt, die bestehen aus zwei Silben und haben die erste Silbe betont. Ja. Mathe, Döner, Kutsche, obwohl die aus verschiedenen Sprachen kommen. Und das ist ganz typisch fürs Deutsche. So sehen die meisten Substantive des Deutschen aus. Die sind entweder einsilbig und im Plural dann zweisilbig oder sie sind sowieso zweisilbig und trochäisch, also Erstsilbenbetonung. Die in zwei sind alle nicht so. Die haben alle die Betonung nicht auf der ersten Silbe. Ja, System, Kapuze, Bovist und so weiter. Und haben dann teilweise 4, 5 Silben. Und davon gibt es dann ganz verschiedene Typen, ja, die mit 5 Silben und dem Akzent auf der dritten Silbe und so weiter. Ja. Aber die meisten, die größte Gruppe, das ist die so aussieht. Und es ist völlig egal, aus welcher Sprache die mal gekommen sind. Ja. Fenster kommt aus dem Lateinischen, Döner kennen wir sowieso, alle kommen aus dem Türkischen, Kutsche weiß ich gerade nicht mehr und so weiter. Genauso haben wir hier ein paar Verben jetzt. Die blauen sind im Kern, die roten nicht. Die blauen geht, läuft, lacht, schwimmt, liest und so weiter, Tausende. Und die roten kann, muss, will, darf, soll, mag. Das sind die Modalverben, wie Sie gesehen haben. Da geht es auch nicht weiter, es gibt nur die 6. Und wie Sie hier schon sehen könnten, wenn Sie das nicht tun, warten Sie 5 Wochen oder so, dann erkläre ich es Ihnen, die flektieren auch anders. Also die bilden ihre Formen ganz anders.
oder nicht ganz, aber anders. Und die haben eine ganz eigene Syntax. Die verhalten sich so wie sonst keine anderen Verben, aber es gibt nur 6 Stück davon. Die sind natürlich verdammt häufig. Fast jedes 200. Wort in einem deutschen Text ist eine Form des Wortes können. Also das ist an sich ein relativ häufiges Wort, aber es gibt nur 6 verschiedene davon. Entschuldigung, ich habe nur 5 Finger an der Hand. Also, und im Gegensatz dazu, von dieser Art, wie diese hier sind, gibt es Tausende. Und dann haben wir hier noch ein anderes Beispiel aus dem nominalen Bereich des Hundes, des Geistes, des Tisches, des Fußes versus des Schweden, des Bären, des Prokuristen, des Phantasten und so weiter. Starke und schwache Substantive, nicht? Der Genitiv geht hier mit S und hier mit N. Von diesen roten hier gibt es ungefähr 500, von den anderen hier gibt es zigtausend. Sie sehen das Schema. Sie haben hier den Wörter mit einer hohen Typenhäufigkeit und welche mit einer niedrigen Typenhäufigkeit. Das ist jetzt einfach nur sozusagen der Fachterminus für das, was ich Ihnen gerade illustriert habe. Ich habe ja auch 2 Definitionen, die lassen wir mal weg. Das habe ich mir eben im Bus überlegt, ich mache das lieber anders als mit diesen Definitionen, die immer keiner versteht. Ein Beispiel aus dem echten Leben für Typen- und Tokenhäufigkeit ist, Leute haben schon mal gesagt, der Schäfer hat immer dieselbe Hose an. Das ist ein Irrtum. Die Tokenhäufigkeit meiner Hosen ist 1, weil ich nur eine bestimmte Sorte Hosen kaufe, weil ich keine Lust habe, mir Hosen auszusuchen, aber ich habe 6 Stück davon. Das heißt, die Tokenhäufigkeit ist 6 von meinen Hosen. Das ist der Unterschied. Also wie viele verschiedene gibt es und wie häufig sind die dann tatsächlich? Also wie oft kommt können in einem Text vor oder ein Modalverb an sich und wie viele verschiedene Modalverben gibt es? Es gibt halt nur 6 verschiedene, die kommen aber millionenfach in Zeitungen täglich vor. Wir sind schon fast durch mit den Grundbegriffen. Ist doch schön, oder? Wir müssen jetzt aber irgendwie noch klären, ich habe über diese Gesetzmäßigkeiten gesprochen, die wir irgendwie suchen in der Sprache, also die offensichtlich da sind, sonst wird das Ganze nicht funktionieren. So, also welchen Status haben dann diese Gesetzmäßigkeiten in unserer Theorie? Ja. Und jetzt zeige ich Ihnen einfach mal 5 Aussagen über das Deutsche, die ich alle unterschreiben würde. Ob Sie die jetzt im Detail verstehen, das ist dann so ein Teaser sozusagen, dann in 13 Wochen verstehen Sie das dann alles, wenn Sie es nicht jetzt eh schon tun. Relativsätze und eingebettete W-Sätze werden nicht durch Komplementierer eingeleitet. Würde ich sagen, jupp, das ist eine korrekte Beschreibung der deutschen Grammatik, also eines Teils. Fragen ist ein schwaches Verb, finde ich auch okay. Zurückschrecken bildet das Perfekt mit dem Hilfsverb sein. Ich bin zurückgeschreckt. Jo, finde ich, ist korrekt. Ist eine Generalisierung über das Deutsche. Im Aussagesatz steht vor dem finiten Verb genau ein Satzglied. Ich mag den Begriff Satzglied nicht, aber ansonsten würde ich sagen, ja, das stimmt. In Kausalsätzen mit weil steht das finite Verb an letzter Stelle. Würde ich sagen, ja klar, weil sonst ist es kein Kausalsatz. Ja, jetzt zeige ich Ihnen hier mal 5 Sätze, die so tatsächlich vorgekommen sind. Die habe ich nicht erfunden extra. Dann sieht man auf der ersten Seite, wann, wo und wer das kommt. Das finden die meisten von Ihnen wahrscheinlich komisch. Ich würde aber sagen, nö, das ist schon ein Satz des Deutschen. Also der widerspricht aber der ersten Behauptung von der Folie vorhin. Das ist ein Komplementierer und das ist ein eingebetteter W-Satz. Sogar ein besonders spannender hier. Aber ja, was machen wir jetzt damit? Ist es dann jetzt kein Deutsch? Er fragt nach der Uhrzeit. Das ist Fragen als starkes Verb. Ich habe eben da behauptet, Fragen ist ein schwaches Verb. Was mache ich jetzt mit dem Satz? Stimmt jetzt die Generalisierung nicht oder ist der Satz nicht irgendwie kein Deutsch oder was? Man habe zu jener Zeit nicht vor Morden zurückgeschreckt. Das ist jetzt Zurückschrecken mit haben als Perfekthilfsverb. Eben habe ich gesagt, das würde nur mit sein funktionieren. Das ist besonders schön. Der Universität zum Jubiläum gratulierte auch Bundesminister, das stand da wirklich so, Dorothee Wilms und so weiter und so weiter. 2 sogenannte Satzglieder stehen vor dem finiten Verb. Eben habe ich behauptet, da steht immer nur 1. Und das haben Sie wahrscheinlich in der Schule auch mal so gelernt. Das ist Rindenmulch, weil hier kommt noch ein Weg. Der Satz ist jetzt aus dem Kontext gerissen, ein bisschen komisch. Ich verspreche Ihnen in Folge XY von Big Brother 6, das Dorf, machte der Sinn. Fragen Sie jetzt nicht weiter.
Ich habe nicht teilgenommen. David spricht jetzt der Aussage, dass Weil-Sätze Verb-Letztstellung haben von vorhin. Was machen wir jetzt damit? Da können wir verschiedene Dinge mit tun, mit diesen offensichtlichen Abweichungen von diesen Gesetzmäßigkeiten, die ich Ihnen eben als korrekt verkauft habe. Wir können nämlich sagen, okay, wir beobachten Regularitäten, das sind diese Gesetzmäßigkeiten. Das heißt, eine grammatische Regularität innerhalb eines Sprachsystems liegt dann vor, wenn sich Klassen von Symbolen unter verschiedenen Bedingungen gleich und damit vorhersagbar verhalten. Das sind jetzt hier Symbole, Wörter, sagen wir jetzt erstmal Wörter. Das ist eine Gesetzmäßigkeit, das ist wie in jeder Wissenschaft. Also nicht, PhysikerInnen beobachten Elektronen und da bestehen bestimmte Gesetzmäßigkeiten. Das liegt daran, dass sich Elektronen unter bestimmten Bedingungen dann immer gleich verhalten. Also unter denselben Bedingungen verhalten die sich dann auch immer gleich. Das ist einfach Wissenschaft, wir suchen nach Gesetzmäßigkeiten. Jetzt gibt es aber einen Unterschied, wie man mit diesen Gesetzmäßigkeiten umgeht. Ich kann sagen, ich habe eine Regel. Ja, das heißt, ich beschreibe so eine Gesetzmäßigkeit, so eine Regularität und sage, ja, so muss es sein. Ich sage, wenn das nicht der Fall ist, dann per Definition ist es kein Deutsch. Das ist dann die Norm. Das ist immer die Frage, wie heißt es denn richtig? Naja, was wir normalerweise in der Linguistik machen, ist, wir stellen eine Generalisierung auf. Wir sagen, grammatische Generalisierungen sind einfach eine Beobachtung, durch Beobachtung zustande gekommene Beschreibung von so einer Gesetzmäßigkeit. So, und das hat fundamentale Auswirkungen darauf, wie wir mit diesen, mit den Verletzungen dieser Generalisierungen hier umgehen. Wenn wir das jetzt normativ äußern, dann sind diese Sätze, die da vorhin auf der Folie waren, alle falsch. Dann müssen Sie die anstreichen im Schulaufsatz und irgendwie Satzbaufehler diagnostizieren und so weiter. Wenn das aber nur Beobachtungen sind von Gesetzmäßigkeiten, dann ist die Frage, warum weichen denn diese Sätze von diesen Gesetzmäßigkeiten ab? Und dann wird das plötzlich interessant. Dann stellen wir fest, okay, das ist entweder dialektaler Einfluss oder Fragen, als war früher stark, ist jetzt fast ganz schwach. Manche Leute benutzen halt noch starke Formen, wie frägt oder frugt, also das ist ja schon ein bisschen albern, nicht? Aber gut, das hängt aber auch wieder mit Region zusammen. Und dann können wir uns fragen, wie kam es zu diesem Satz mit den scheinbar zwei Satzgliedern vor dem finiten Verb? Und dann wird es richtig interessant, da brauchen wir dann eine linguistische Erklärung für. Ja, aber es wird dann viel interessanter, weil wir dann irgendwann überlegen können, wie kommt es denn zu der Abweichung? Und nicht einfach nur, das ist falsch, das ist kein Deutsch, setzen. 3,3 minus, die Höchststrafe. Minus. Im Prinzip erzähle ich Ihnen natürlich, wie wir LinguistInnen das machen, nämlich einfach, wir beobachten das und suchen nach den Gesetzmäßigkeiten und warum da Ausnahmen auftreten. Aber die Norm ist natürlich auch nicht unwichtig, da komme ich gleich noch zu. Aber eine gute Norm ist irgendwie immer auch eine Beschreibung. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel die Duden-Grammatik neu schreiben will. Da steht ja angeblich drin, wie alles richtig heißt. Das stimmt gar nicht. Also das ist auch nicht das Selbstverständnis der Autoren dieses Werkes. Dann guckt man sich normalerweise an, was machen denn die meisten Leute in neutralen Kontexten? Was ist der Grundkonsens? Ja, ist jetzt der Grundkonsens, dass irgendwie ein bestimmtes Verb haben oder sein nimmt als Perfekthilfsverb oder so? Und dann haben wir das Problem, dass Sprache sich ständig wandelt. Das heißt, wir müssen es auch ständig anpassen. Diese Beobachtungen und die daraus abgeleiteten Normierungsversuche. Außerdem müssen wir gucken, dass in bestimmten Situationen bestimmte sprachliche Mittel okay sind, die in anderen Situationen nicht okay sind. Ja, das ist das ganze Thema Register. Sie reden, wenn Sie abends in Ihrer WG oder sonst wo sitzen, reden Sie völlig anders, als wenn Sie jetzt bei mir in der Sprechstunde sitzen oder sowas. Also gehe ich einfach von aus. Ich kenne Ihre WG jetzt nicht, aber wenn ich das mit meiner Studienzeit vergleiche, okay, trivial. Und das spielt auch ganz oft eine Rolle, weil Register ist wichtig. Ja, um das nochmal abzuschließen, weil mit dieser Wortstellung, weil das ist wichtig, benutzen Sie täglich in der gesprochenen Sprache massenhaft. Sobald Sie es schreiben, ist es irgendwie
findet kaum noch jemand gut, obwohl wir ständig so reden. Das heißt, es ist auch so ein Unterschied, gesprochen und geschrieben. Außerdem muss man sich irgendwie dann auch damit abfinden, dass es auch in der Norm irgendwie immer Variationen gibt. Wenn Sie in die Duden-Grammatik gucken, ganz oft steht da, ja, geht beides. Und das ist auch keine Kapitulation, das ist einfach eine Feststellung, dass das so ist. Keiner stört sich an der einen Variante und keiner stört sich an der anderen. Trotzdem ist die Norm nicht völlig unwichtig, vor allem, wenn Sie an den Deutschunterricht denken, über den wir dann jetzt gleich reden. Wir müssen halt immer nur trennen, rede ich jetzt gerade über Norm oder rede ich über Beschreibung? So, nehmen Sie sich eine kurze Pause, bevor das nächste Thema kommt. Wie war die Pause? Grammatik im Lehramtsstudium, da kommen wir jetzt nochmal drauf. Aber wenn Sie jetzt nicht Lehramt studieren, denken Sie nicht, dass das für Sie irrelevant ist, weil das, was ich jetzt erzähle, da geht es jetzt nicht so sehr darum, ja, wie unterrichte ich denn dann in der 8. Klasse Grammatik oder sowas. Das ist eine ganz andere Frage, die interessiert uns auch, aber nicht jetzt hier. Sondern ich rede vor allem darüber, was für eine Art von Spracherwerb dann stattfindet, wenn man in die Schule kommt, ganz einfach. Und das ist nicht ohne. Das ist nicht ohne. Und deswegen habe ich auch irgendwie großen Respekt dafür, dass Sie sich, viele von Ihnen sich da das Berufsziel Lehramt ausgesucht haben, dann auch noch für Deutsch oder für Grundschule, wo ein wichtiger Fokus die Sprachbildung ist, weil ich erkläre Ihnen jetzt die nächsten Minuten, was daran so schwierig ist oder so schwer ist und so anspruchsvoll. Denn das, was Sie da normalerweise vermitteln, ist natürlich Lesen und Schreiben. Okay, ja, also in der Grundschule, vor allem in der Grundschule, Lesen und Schreiben. Das ist trivial. Das ist trivial, dass Sie das tun. Die Vermittlung selber ist alles andere als trivial. Was aber Ihre Hauptaufgabe darüber hinaus ist, und das zieht sich eigentlich bis zum Abitur, und ich möchte fast sagen, das zieht sich auch bis ins Studium. Also ich habe auch da irgendwie noch eine Vermittlungsaufgabe. Und wenn Sie promovieren, haben Ihre Doktoreltern dann irgendwie auch dafür eine Verantwortung zu gucken, dass die weiter Bildungssprache lernen und alles, was damit zusammenhängt. Und bevor ich Ihnen jetzt sage, was das ist, zeige ich Ihnen erstmal ein schönes Ergebnis eines Experiments oder eines Versuches. Hier berichtet nach einem sehr schönen Artikel von Feilke von 2012, den ich Ihnen zum Lesen nur empfehlen kann. Der ist nicht schwer, der ist nicht lang, aber der sagt Ihnen so ein bisschen, warum Sie jetzt hier in dieser Vorlesung sind auch. Ich hoffe, Sie können das lesen. Hier wurden Kindern in der 7. Klasse wurde eine ganz besondere Aufgabe gestellt. Und diese Aufgabe, die entspricht etwas, was man in letzter Zeit vermehrt auch in der Didaktik macht. Eine Art von, wie soll ich sagen, von Aufgabenstellung, die man entwickelt und aber auch von Forschung, die man dazu betreibt. Denn die Aufgabe war, hier ist eine Textaufgabe aus dem Mathematikbuch, formuliere diese Aufgabenstellung mit deinen eigenen Worten. Also die Aufgabenstellung war nicht, löse diese Aufgabe, das wäre Mathematik. Also Mathematik dann der 7. Klasse. Hier ging es um was anderes, hier ging es um sprachliche Fähigkeit. Die Textaufgabe war, im Salzbergwerk Bad Friedrichshall wird Steinsalz abgebaut. Das Salz lagert 40 Meter unter Meereshöhe, während Bad Friedrichshall 155 Meter über Meereshöhe liegt. Welche Strecke legt der Förderkorb zurück? Aus Mathe Live und so weiter. Eine klare Aufgabe, dass wir die alle lösen können und dass ganz viele SchülerInnen in der 7. Klasse die lösen können. Okay, geschenkt. Ich versuche jetzt vorzulesen, ich muss da immer lachen. Nicht, weil ich mich darüber lustig mache, sondern weil ich das so beeindruckend finde, weil man damit nicht rechnet. Was Schülerin A gemacht hat, ich versuche das vorzulesen, ein bisschen prosaisch jetzt. Es steht also, die wollen Steinsalz abbauen und das ist zwar in Salzbergwerk Bad Frieshalle, oder wie das hier steht, Friedrichshall. Entschuldigung, ich trinke mal einen Schluck.
das wird irgendwie auch nicht alt. Also ich kenne das schon länger, aber so. Friedrichshall, ja, und das liegt aber 44 Millimeter unter des Meeres. Ja, 40 Meter unter Meereshöhe. Und aber die Wollen, bei Friedrichshall 155 Meter über das Meereshöhe liegt. What? Obwohl das da ober liegt. Und jetzt wissen sie nicht, welche Strecke sie nehmen sollen. Und jetzt wollen sie wissen, wie viel Strecken es eigentlich ist. Weil so ein Förderkorb bis zur Erdoberfläche zurück. So. Sie müssen auch lachen, sehen Sie? Im Seminar, wenn ich das mache, also mit 20, 30 Leuten, kommt oft die Frage, Moment, ist es jetzt eine Schülerin, die irgendeine Lernschwäche hat oder ein Sprachproblem oder sowas? Nee, diese Schülerin ist in Anführungsstrichen ganz normal, die ist von dieser Aufgabe überfordert. Nicht von der Textaufgabe an sich, sondern von dieser metasprachlichen Aufgabe, wenn ich das jetzt mal metasprachlich nenne. Schüler B macht also das Bergwerk 40 Meter unter der Meereshöhe liegt und Friedrichshall 155 Meter über der Meereshöhe, muss man 155 plus 40 machen, weil dieser Förderkorb muss ja von 40 Meter unter der Meereshöhe oben das alles transportieren. Ja, ist mehr auf den Punkt, ne? Ist aber auch nicht das, was gefordert war. Sehen Sie hier, Schüler B löst die Aufgabe, die Textaufgabe. Nicht die sprachliche Aufgabe, das neu zu formulieren. Es geht völlig in die Hose. In dem Artikel, das ist mein einziger Kritikpunkt an dem Artikel, wird irgendwie behauptet, Schüler B macht das besser. Macht es anders, definitiv. Also, aber die Aufgabe gelöst hat niemand von beidem. Bei B ist es relativ einfach, versteht einfach die Anforderung nicht, das sprachlich neu zu formulieren, sondern löst einfach die Textaufgabe. Das ist das, worauf man gedressiert worden ist in Mathe. Was Schülerin A macht, ist viel perfider eigentlich, ist viel subtiler, weil es steht also, die wollen Steinsalz abbauen. Die wollen das? Vielleicht müssen die das, weiß ich nicht. Also vielleicht machen die das einfach, weil sie schon immer so machen. Und was passiert hier? Auch sichtbar an den sprachlichen Mitteln, diese Schülerin fängt an, eine Geschichte zu erzählen. Das ist aber nicht das, was man macht, wenn man so eine Textaufgabe, wo man aus einer konkreten Gegebenheit sozusagen was Abstraktes ableiten soll. Das ist ja der Sinn von Textaufgaben. Und diese abstrakte mathematische Operation, zuzählen und abziehen, wird irgendwie abgeleitet aus einer lebensweltlichen, weniger abstrakten Situation, aber da erzählt man keine Geschichte für. Und das geht so weiter. Wenn Sie sich das hier angucken, das liegt 40 Millimeter unter der Meeres und aber die wollen während und dann Abbruch, weil irgendwie, nee, das wird nichts. Die wollen während. Das ist jetzt eine temporale Sequenz, soll da aufgebaut werden mit während oder so eine Gleichzeitigkeitsgeschichte. Wie kommt die da drauf? Das kann ich Ihnen sagen. Gucken Sie mal hier oben. Das Salz lagert 40 Meter unter Meereshöhe während Bad Friedrichshall 155 Meter über Meereshöhe liegt. Das ist das andere während, das ist konzessive während. Das wird dann einfach irgendwie aufgegriffen und Moment, während, da kann ich doch eine Geschichte erzählen. Während die das wollten, kam aber dann der Förderkorb und wollte nicht nach oben und so. Das klingt jetzt witzig, und da müssen Sie in der siebten Klasse mit rechnen. Da ist sind ganz wichtige sprachliche Fähigkeiten, die Sie eigentlich irgendwie dann erwarten, wenn die Leute mal erwachsen sind, spätestens dann. Die sind einfach noch nicht da. Und die gehören zum Bereich der Bildungssprache. Jetzt kennen Sie wahrscheinlich, jetzt gehen wir noch eine Ebene weiter, wenn Sie zu denen gehören, die deutlich jünger sind als ich und eben erst Abitur gemacht haben, also innerhalb der letzten 10 Jahre, kennen Sie so Aufgaben, was ich Ihnen jetzt zeige, nämlich so Literatur mit Analyse sprachlicher Formen. Sie sollen nicht einfach nur sagen, was will uns der Dichter damit sagen, sondern die DichterIn, welche sprachlichen Mittel benutzt sie und was haben die für eine Wirkung, für einen Effekt. Und dann kommt hier irgendwann die Interpretation, die literarische. Jetzt zeige ich Ihnen, was da in Deutsch-Abitur-Arbeiten in einem Artikel von Hecker, der auch sehr interessant ist, gesammelt wurde. Das sind jetzt nur Beispiele.
Diese Verknüpfung durch Kommas oder Gedankenstriche zeigen, dass Ferdinand und sein Vater eine gehobene Sprache sprechen. Ich vergesse immer, welches Werk das ist. Was ist das? Kabale und Liebe? Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Diese Verknüpfung durch Kommas oder Gedankenstriche zeigt, müsste es heißen, dass Ferdinand und sein Vater eine gehobene Sprache sprechen. Wieso? Wie machen die Kommata und die, oder Kommas und die Bindestriche oder Gedankenstriche, wie machen die das? Was hat das mit gehobener Sprache zu tun? Weiß ich nicht. Das ist einfach, da wird zwar dann eine sprachliche Form irgendwie herausgesucht, aber die Funktion dieser sprachlichen Formen wird überhaupt nicht korrekt benannt. Die rhetorischen Fragen deuten darauf hin, dass sich der Präsident irgendwo versucht, für seine Handeln zu rechtfertigen und seinem Sohn weiterhin Vorwürfe zu machen. Auch wieder ein Satzbaufehler drin, aber das ist nicht der Punkt. Rhetorische Fragen an sich kann man für alles Mögliche benutzen, nicht nur um sich selber zu rechtfertigen und seinem Sohn Vorwürfe zu machen. Mein Vater benutzt nie rhetorische Fragen. Weiß ich auch nicht. Und jetzt hier eigentlich mein Lieblingsbeispiel. Beispiel 10, geht es wohl um Sarah Kirsch. Durch den Wegfall des Verbs soll nur das Wesentliche, in diesem Fall die Landschaft, in ihrer Schönheit beachtet werden. Geht mir auch immer so, wenn ich eine Landschaft sehe und die ist echt wow. Ja, ich stehe davor und dann fallen mir keine Verben ein. Da kommen nur Konjunktionen, Präpositionen, vielleicht nochmal ein Adverb, aber das war's. Verben sind dann weg. Die Konjunktion und führt alles zusammen. Das ist die Definition der Konjunktion und, korrekt. Das Adverb ganz verstärkt das Ideal, Ruhe und Schönheit. Der Konsekutivsatz, das man weiß, eingeleitet durch so, stellt den Zusammenhang der Idylle mit der lyrischen Person her. Dieser wird erweitert durch den Kausalsatz, weil man glauben kann. Der Zusammenhang wird weiter auch betont mit dem Demonstrativpronomen dieses und dem bestimmten Artikel das. Wir brauchen den Text dazu gar nicht. Wir brauchen den Text dazu nicht. Hier, also das ist deshalb meine Lieblingsantwort, weil hier hat jemand richtig Ahnung von Grammatik. Der findet im Wesentlichen alles. Er findet irgendwie Syntax oder die, weiß ich nicht, Syntax, Morphologie, Wortarten, ist alles super, ist alles da. Nur die eigentliche Aufgabe, da irgendwie zu gucken, was ist denn die Funktion, die geht echt daneben. Da wird dann einfach irgendwas dazu erfunden. Ich dachte immer, so ein bisschen hatte ich den Verdacht. Die haben sich damals die Highlights ausgesucht, ja, und eigentlich klappt das viel besser. Und dann gibt mir wirklich, das ist kein Witz, eine Freundin vor ein paar Wochen von ihrer Tochter, die in der 12. Klasse ist, so einen Aufsatz, wo die genau das machen sollten. Und das bringe ich natürlich jetzt nicht mit, das kann man ja nicht, also ja, kenne ich ja persönlich. Und das war genau sowas. Das war genau so ein, ich habe für diese 4 Seiten 5 Stunden gebraucht und am Ende war alles rot. Es war genau so, es war genau diese Masche. Irgendwas, da sind Relativsätze drin und das zeigt, dass Camus meint, Religion ist blöd. Also tut mir leid. Jetzt unabhängig vom Werk, unabhängig von der Aussage, unabhängig von dem, was ich von Relativsätzen halte. Ja, das sind alles so Probleme, die man letztlich dem mangelnden Bildung oder nicht ganz geglücktem Bildungssspracherwerb und dem, was dazugehört, zuordnen kann. Jetzt kommen wir mal zum Punkt. Was ist jetzt Bildungssprache? Peter Eisenberg sagt, Ursula Bredel zitiert es, der Deutschunterricht führt zu einem kompletten Umbau der Grammatik des Kindes. Nämlich im Sinn der Bildungssprache. Kurze Klammer auf, das Buch von Bredel, Sprachbetrachtung und Grammatikunterricht. Wie gesagt, die komplette Quelle ist immer am Ende der Folien. Das ist so eine Empfehlung, die ich sagen würde, also vor allem, wenn Sie Lehramt machen. Da sollten Sie drüber nachdenken. Gibt es auch für Sie umsonst über die UB im Zugang. Müssen Sie nur irgendwie suchen und Sie können dann auch PDFs runterladen und so. Das ist wirklich ein gutes Buch. Ja, was heißt das jetzt? Führt zu einem Umbau, kompletten Umbau der Grammatik des Kindes. Das klingt so ein bisschen übergriffig fast. Ne? Da werden die armen Kinder genommen, dann wird denen die Grammatik umgebaut. Warum? Was für Anforderungen werden denn an diese Kinder herangetragen im Leben, nicht extra nur wegen der Schule, sondern tatsächlich im Leben, wofür die Sprache, die sie vorher haben, nicht ausreicht? Und das illustriere ich Ihnen auch gleich noch mit so echten Studien. Zum Beispiel Darstellung komplexer Sachverhalte. Da sind wir bei dem Bergwerk in Bad Frieshalle oder wie es heißt.
komplexe Sachverhalte. Tun Kinder normalerweise freiwillig, bevor sie in die Schule kommen, nicht. Die Sachverhalte, die dargestellt, wenn überhaupt Sachverhalte dargestellt werden, sind immer relativ einfach. Ja, ich will das oder ich will das nicht. Das ist so Nummer eins. Und dann kommt lange nichts und dann kommt irgendwie, weiß ich nicht, die klaut mir meine Spielsachen. Das ist alles relativ einfach. Da ist ein Bergwerk und da gibt es ein technisches Problem. Und wie lösen wir das? Und brauchen wir dafür irgendwie Newton oder brauchen wir allgemeine Relativitätstheorie? Jetzt habe ich schon wieder übertrieben, oder? Das sind Sachen, die passieren nicht bis man fünf ist und dann in die Schule kommt. Dazu gehört jetzt im weiteren Sinn auch die Darstellung von nicht faktischen, also hypothetischen zum Beispiel Sachverhalten. Was wäre denn, wenn? Interessiert Kinder vor allem sprachlich auch meistens nicht. Also jetzt Kinder bis zu diesem entsprechenden Alter, vorliterate Kinder. Das muss man dann erst lernen. Dazu gehören ganz bestimmte sprachliche Mittel, zum Beispiel Modalverben. Ja, Modalverben sind überhaupt keine triviale Sache. Das Deutsche hatte wahrscheinlich mal keine Modalverben. Es geht auch ohne. Und schließlich gehört erweitert dazu Registerbewusstsein. Das ist auch wieder, kann man beziehen auf dieses Bergwerk. Welche sprachlichen Mittel sind denn in einem bestimmten Register angemessen? Nämlich gerade nicht die ich benutze, wenn ich eine Geschichte erzähle oder so. Oder ganz einfach gesagt, dass sie halt anders sprechen, wenn sie ein Bewerbungsgespräch haben oder wenn sie mit ihren MitbewohnerInnen abends da sitzen und noch irgendwie Mineralwasser trinken. Da gelten ganz andere Konventionen darüber, welche sprachlichen Mittel angemessen sind. Das muss man aber lernen. Deswegen benehmen sich Kinder, das ist ja immer so lustig, benehmen die sich ja oft so sprachlich daneben. Und das ist einem dann aber gar nicht peinlich, weil das ist ja nur das Kind. Ja, muss man aber irgendwie dann langfristig was dran machen. Das geht jetzt einher mit bestimmten Merkmalen dieser Anforderung. Typischerweise haben sie eine Dekontextualisierung in bestimmten Sprechsituationen. Das heißt nichts anderes als, wir sprechen nicht mehr nur mit direktem Bezug zu der jetzigen Situation, zum jetzigen Kontext, sondern wir reden zum Beispiel über die Vergangenheit oder die Zukunft oder das, was wäre, wenn was anderes passiert wäre, dann sind wir in einer Parallelwelt und dann wird es irgendwie kompliziert. Schriftorientiert, und das ist jetzt eine spannende Sache. Was ist der Bezug von Bildungssprache und Schriftsprache? Man kann nicht sagen, die Bildungssprache ist komplett gekoppelt oder kommt aus der Schriftsprache. Aber natürlich gibt es zu der Schriftsprache, also zwischen der Schriftsprache und der Bildungssprache eine enge Beziehung. Also man spricht auch, wenn man bildungssprachlich spricht, mündlich, ist es näher dran an der Schriftsprache als das, was man abliefert, wenn das irgendwie alles, wenn das jetzt ein Kontext ist, wo man irgendwie reden kann, wie man will. Und wenn man reden kann, wie man will, wenn Sie das dann mal verschriftlichen, da gibt es zum Beispiel am Institut für Deutsche Sprache ein tolles Projekt, wo gesprochene Sprache dann transkribiert wird und Sie können dann da so Dialoge nachlesen, da merken Sie erstmal, wie wir so reden in normalen Gesprächssituationen. Da ist kein Satz vollständig, irgendwie gefühlt zumindest, da ist in Anführungsstrichen alles falsch. Aber wenn wir eben in so bestimmten Kontexten reden, wo wir eben ja, bildungssprachlich sprechen, dann wird irgendwie schon, entsteht so eine gewisse Anforderung, dass das irgendwie ein bisschen näher an dem ist, was wir einen guten schriftlichen Ausdruck nennen würden. Und dann haben wir eben auch dann wieder die Normorientierung mit drin. Das geht irgendwie nicht anders. Das ist sehr schwierig, gerade für LinguistInnen, weil wir sonst das mit der Norm nicht so haben, aber irgendwie müssen wir dann doch irgendwo hintenrum, wenn es um das Thema geht. Da ist dann die Norm schon irgendwie wichtig. Gut, ist dann die Frage, wo die herkommt, die Norm, nicht? Aber das kommen wir vielleicht nochmal drauf. Und ich sage es nochmal, das ist alles verknüpft mit ganz klar benennbaren sprachlichen Formen. In diesem Artikel von Feilke gibt es so vier Boxen. Das ist total super gemacht, da steht nämlich drin zum Beispiel, welche bildungssprachlichen Funktionen zum Beispiel explizieren, ja, etwas genauer sagen, zum Beispiel, wie man das macht, mit was für sprachlichen Mitteln. So, also man kann immer alles genauer sagen, indem man stundenlang redet und noch einen Hauptsatz und noch einen Hauptsatz und noch einen Hauptsatz. Irgendwann ist das auch total genau, was man gesagt hat, aber man möchte das vielleicht irgendwie mit bestimmten, zum Beispiel mit einem Relativsatz oder so, kann man das irgendwie wunderbar einpacken.
Das kann man, die sprachlichen Formen kann man benennen. Warum braucht man jetzt, um Bildungssprache zu lernen, die Fähigkeit zur Sprachbetrachtung, also zum Nachdenken über sprachliche Formen und sprachliche Funktionen? Das ist jetzt das letzte Thema, was ich hier noch anschneide heute. Also da besteht eine starke Beziehung. Bildungssprache kriegen Sie irgendwie nicht ohne Nachdenken über Sprache, und sobald Sie anfangen nachzudenken, rutschen Sie eigentlich auch gleich in die Bildungssprache rein. Man muss irgendwie dann eben eine Fähigkeit entwickeln über, oder ein Bewusstsein, was die richtige und angemessene Form ist. Sonst geht das nicht. Denn, und jetzt schließt sich der Kreis, natürlich können Sie ohne nachzudenken entscheiden, ob was ein deutscher Satz ist. Damit habe ich ja angefangen. Und Sie können diese Sätze auch ohne nachzudenken produzieren, ja, oder irgendwelche Arten von Äußerungen, auch wenn die nicht satzförmig sind. Das geht einfach so durch, brauchen Sie nicht groß nachzudenken. Das ist gerade der Witz an Sprache, an dem Basisfall von Sprache. Wenn Sie jetzt aber eine bestimmte Sprache oder eine bestimmte Art von, eine bestimmte Varietät von Ihrer eigenen Sprache sprechen sollen, die bestimmte Anforderungen erfüllen muss, zum Beispiel komplexe Sachverhalte, dann kommen Sie ruckzuck in so einen Punkt, wo Sie anfangen müssen, darüber nachzudenken, was Sie sagen. Dann fließt das nicht mehr einfach so raus, sondern Sie müssen irgendwie, Sie suchen nach der richtigen Form. Sowas passiert uns im Alltag. Das ist jetzt nicht nur irgendwie was für irgendwelche abgehobenen Kontexte, weiß ich nicht, vor Gericht oder in der Uni oder so, sondern das passiert uns im Alltag. Selbst- und Fremdkorrektur machen Sie ständig. Sie machen das ständig, dass Sie irgendwie so einen Satz abbrechen und dann sozusagen irgendwo ein Stück zurückgehen und einfach nochmal neu weiterreden. Das fällt auch niemandem groß auf. Machen Sie dauernd. Warum machen Sie das? Weil Sie sich selber zuhören, während Sie sprechen, und aus dieser normalen Sprachproduktion ein bisschen rausgehen und dann sozusagen nochmal sich überlegen. Das ist interessant, wie diese Prozesse dann kognitiv wirklich ablaufen. Ich vereinfache jetzt. Aber dann gehen Sie nochmal ein Stück zurück und überlegen sich, nee, mache ich doch anders. Ja, Selbstkorrektur und Fremdkorrektur ist, naja, Sie wissen genau, was das ist, wenn Sie anderen Leuten sagen, wie Sie es eigentlich besser hätten sagen können. Wir suchen nach dem richtigen Ausdruck, selbst wenn wir noch nicht gesprochen haben. Ich habe hier mehrfach wahrscheinlich irgendwie so innegehalten und nach dem richtigen Wort gesucht. Das machen Kinder auch irgendwie nicht. Und wenn wir dann einmal schreiben, optimieren wir unsere Orthographie. Das ist einfach nur vornehm für Korrekturlesen. Texte optimieren ist noch was ganz anderes und ist viel anspruchsvoller. Zum Beispiel Kapitel 3 aus dem Buch, aus der dritten Auflage, da rede ich gerade eigentlich drüber. Das habe ich für die dritte Auflage neu geschrieben, das ist neu hinzugekommen. Allein deswegen können Sie die zweite Auflage nicht benutzen. Und das habe ich angefangen zu schreiben und irgendwie so nach einer Woche dachte ich, das ist alles, das geht alles nicht. Das ist irgendwie, da wird nichts draus. Ich weiß nicht warum. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe falsch rum angefangen. Ich habe irgendwie mit dem Argumentativ, dann habe ich alles weggeschmissen und von vorne angefangen. Das ist natürlich jetzt auf einer ganz großen Ebene, wenn man irgendwie sowas vorhat, wie eine Hausarbeit zu schreiben oder eine Masterarbeit oder eine Dissertation oder ein Kapitel für ein Buch. Aber dann müssen Sie darüber nachdenken, was Sie da sprachlich gerade tun, sonst geht das nicht. Und Begriffe definieren. Das ist auch was, was auch im Alltag, nicht nur hier, ich habe ein paar Definitionen Ihnen heute gegeben, das ist klar, das ist halt Uni, aber auch im Alltag müssen Sie ständig irgendwie Sachen definieren. Und natürlich Grammatikalität beurteilen. Und jetzt kommen wir dann gleich dazu, was Sie im Lehramt machen müssen. Ich zeige Ihnen erstmal das, was die Ausgangsbasis ist. Und jetzt gehe ich noch ein Stück zurück von der siebten Klasse auf vorliterate Kinder. Und das sind klassische Studien, das können Sie in Bredel nachlesen. Bredel hat das abgeschrieben, ich habe es nochmal bei ihr abgeschrieben. Und das zeigt, inwiefern Kinder, die noch nicht lesen und schreiben gelernt haben, noch nicht in der Schule sind, in der Lage sind, über sprachliche Formen nachzudenken. Und was Sie da kriegen, ist nicht wirklich ein Nachdenken über sprachliche Formen, sondern Sie kriegen so eine bedeutungsbezogenen Ansatz, der auch immer irgendwie auf die Gesamtbedeutung abzielt. Ich zeige Ihnen einfach, was ich meine. Wenn Sie fragen, welches Wort ist länger, Haus oder Streichholzschächtelchen, antworten ganz viele vierjährige Kinder Haus. Sie sehen, was ich mit bedeutungsbezogen meine.
Es wird nicht wirklich das Wort beschrieben. Das ist überhaupt irgendwie noch nie angekommen, dass man über Wörter als Wörter reden kann. Nee, natürlich sind Häuser länger als Streichholzschächtelchen. Auch ein Highlight. Warum heißt der Geburtstag Geburtstag? Eine mögliche Antwort ist, weil es da Geschenke und Kuchen gibt. Oder so Variationen davon. Das ist nicht das, was man hören will, wenn man nach dem Benennungsmotiv für das Wort Geburtstag fragt. Ja? Geburt, Fugenelement, Tag, der Tag, an dem man geboren wurde. Was das Kind gegebenenfalls antwortet, ist, was für das Kind selber den Geburtstag definiert. Das hat aber mit dem Wort erstmal nichts zu tun, die Antwort. Oder wie viele Wörter hat der Satz, im alten Haus lebt eine junge Frau? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Fast nie kriegen Sie die wirkliche Anzahl der Wörter. Sie kriegen zum Beispiel sowas wie zwei. Das sind die Substantive. Vielleicht heißen die deshalb auch Hauptwörter. Was die wichtigen, also Kinder haben das schon erkannt, die zählen nur die, weil der Rest ist eh egal. Oder Sie können sowas, das ist natürlich so ein bisschen fies, wie viele Wörter hat der Satz, Alex hat 7 Schwestern, was Sie typischerweise ganz oft kriegen, ist dann die Zahl 7. Da wird nicht wirklich über den Satz nachgedacht, im sprachlichen Sinn. Was aber geht, ist, wenn man sagt, was ist das letzte Wort des Satzes, Alex hat 7 Schwestern, dann kommt Schwestern. Dann kommt auch nicht 7 Schwestern oder sowas, sondern meistens kommt Schwestern. Das geht. Was das heißt, ist, sowas wie Wörter, irgendwie, das ist durchaus da, in der, wie soll man sagen, mentalen Grammatik des Kindes. Aber was halt nicht geht, ist jetzt so gezielt in so einem ganzen Satz, so einer langen Kette, die ganzen Wörter alle irgendwie zerlegen und zu sagen, das ist das, das ist das und das, so viel sind's. Und ne, das geht halt in die, geht halt schief. Okay, was machen Sie jetzt damit im Schulunterricht? Dass Sie dafür irgendwie irgendwas mit Grammatik machen müssen, damit das hinterher die Kinder können, das ist, glaube ich, irgendwie das jetzt klar. Wie gehen Sie vor? Im Buch steht es ein bisschen ausführlicher. Ich würde immer sagen, gehen Sie systematisch vor. Das heißt, Sie haben sehr wenig Zeit. Wenn Sie sich jetzt überlegen, was Sie da alles tun sollen, dann haben Sie sehr wenig Zeit dafür. Das heißt, Sie müssen irgendwie das Ganze im Blick haben. Sie können nicht irgendwie mit der Peripherie zum Beispiel anfangen. Sie müssen mit dem Kern anfangen und sich dann vielleicht zur Peripherie vorarbeiten. Sie müssen das Ganze funktional gestalten. Es hat keinen Sinn, wenn Sie einfach reinkommen und sagen, ja, ich habe hier ein Buch dabei, da steht Grammatik drauf, da stehen ganz viele Wörter, die aus dem Lateinischen entlehnt wurden drin, die lernen wir jetzt und dann kannst du Grammatik. Das ist irgendwie nichts. Also Sie müssen irgendwie sagen, diese sprachlichen Einheiten, die klassifiziert werden, die Formen, die müssen Sie nicht nur klassifizieren, sondern systematisieren und dann in Bezug zu Ihrer Funktion setzen. Was ist denn der Unterschied, ob ich das jetzt in zwei Sätzen formuliere oder ob ich das in einem Satz mit einem Relativsatz mache? Was ist denn der Unterschied? Heißt am Ende wahrscheinlich vielleicht dasselbe. Das ist die Funktion dieser beiden Möglichkeiten. Und idealerweise induktiv, Sie kommen eben nicht rein mit einem Buch und sagen, du lernst jetzt, was Relativsätze sind und dann kannst du sie erkennen und schreibst in der Klassenarbeit eine 1, sondern idealerweise wollen Sie das irgendwie so machen, dass das Kind lernt, auch selber zu erkennen, was da passiert, also induktiv, sozusagen selber, aha, wenn ich einen Relativsatz nehme, dann klingt der Text ganz anders und man richtet was ganz anderes an, sprachlich. Also Sie wollen Erkenntnisprozesse über sprachliche Formen und Funktionen antreten. Also das vermitteln, was Peter Eisenberg in der Vorlesung vor ein paar Jahren mal Grammatik machen genannt hat. Aufgabe von Lehrpersonen, auf jeden Fall Bildungssspracherwerb. Das hatten wir jetzt schon. Wenn ich Ihnen aber jetzt mal das Gesamtpaket zum Abschluss gebe von dem, was Sie tun müssen, dann merken Sie, das ist noch viel mehr. Und ich richte mich jetzt gerade nur an die LehramtskandidatInnen, aber ich glaube, interessant ist, ich bin ja auch kein Lehramtskandidat, ich finde es trotzdem interessant. Ihnen wird die Sprache der Lernenden anvertraut, sagt Peter Eisenberg. Das klingt nach einer großen Verantwortung, aber der kann man ja gerecht werden. Und da müssen Sie natürlich einerseits in Schrift, Orthographie und Schreibung unterrichten. Was jetzt der Unterschied zwischen Schrift und Schreibung und so weiter ist, da kommen wir vielleicht noch drauf. Das ist aber auch nicht beendet mit der Grundschule. Sie haben das eben in den Abiturarbeiten waren keine Rechtschreibfehler drin, aber Sie wissen, Menschen machen Rechtschreibfehler auch nach der Grundschule. Und da müssen Sie irgendwie mit umgehen. Außerdem müssen Sie eben in Bildungssprache und damit in Sprachbetrachtung unterweisen. Das an sich ist ja schon eine ziemliche Aufgabe. Dann haben Sie aber eben noch andere, nämlich das Einordnen von sprachlichen Defiziten.
Ja, ganz kurze Anekdote. Eine Kollegin hatte einen Sohn, der angeblich eine Schreib-Leseschwäche hatte und zur Förderung zweimal die Woche gehen sollte. Und da ist man natürlich erstmal geschockt. Und die Kollegin hat Peter Eisenberg gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Und Peter Eisenberg hat gesagt, bring mir ein, zwei Aufsätze mit. Von dem Jungen hat er drauf geguckt und gesagt, naja, das ist relativ trivial. Also zwei Schreibprinzipien machen offensichtlich dem Jungen Probleme. Da arbeitet man zwei Wochen dran, dann ist das erledigt. Und dann war das nach zwei Wochen erledigt. Jetzt ist die Frage, nicht? Also wollen Sie die Lehrperson sein, die sagt, du hast eine Schreib-Leseschwäche, du musst zur Förderung, obwohl es gar nicht nötig ist? Oder wollen Sie lieber erkennen können, Problem mit Schreibprinzip XY, dann machen wir eine kleine Zusatzübung, dann hat sich das erledigt. Geht nicht immer so einfach, aber ist eine schöne Anekdote, weil es da so einfach ging. Dazu gehört auch, dass Sie Interferenz mit Dialekt oder gegebenenfalls anderen Erstsprachen erkennen. Sie haben gerade zum Beispiel in Berlin, haben Sie vermehrt auch andere Erstsprachen oder zusätzliche zum Deutschen andere Erstsprachen oder eben Deutsch ist die Zweitsprache. Da gibt es Interferenzen, die müssen Sie erkennen. Da können Sie auch nicht einfach hingehen und sagen, ja, das ist falsch. So machst du es richtig. Das ist irgendwie das ist eine blöde Erklärung. Also finde ich. Ja. Ich erzähle Ihnen dann irgendwann auch nochmal eine Anekdote aus meiner Schulzeit zu dem Thema, die Vorsilbe ver schreibt man mit V. Das ist eine sowas von blöde Erklärung. Ich sage Ihnen dann aber auch, wie es besser geht. Müssen aber dann in der Graphematik nochmal wiederkommen. Also das kann ich nicht, geht nicht anders. Und ganz fies, ganz kritisch, Sie müssen sprachliche Leistungen bewerten. Aber damit das gerecht ist und fair, muss es ja irgendwie auf was basieren, auf was nachvollziehbar zu solchen Bewertungen führt. Und da gibt es Studien. Studien, die zeigen, dass LehrerInnen sehr gerne viel mehr als falsch anstreichen, als sie eigentlich dürften. Und das führt automatisch zu Ungerechtigkeiten, wenn sie im Grunde dann einfach im Ernstfall immer als falsch anstreichen, weil ihnen da die Formulierung gerade nicht gefällt oder sowas. Oder sie wissen nicht, dass sie vielleicht selber da aus dem Dialekt kommen und das irgendwie für sie anders schöner klingt. Ja. Also der Standard, auch die Normierung lässt viel öfter Varianten zu, die dann als falsch angestrichen werden von Lehrkräften. Das ist natürlich im Ernstfall mal, niemand ist perfekt, das ist im Ernstfall mal nicht schlimm, aber wenn das systematisch messbar in solchen Studien auftritt, finde ich es nicht schön, weil es automatisch zu Ungerechtigkeiten führt. Und noch viel schöner, noch viel besser, Sie müssen diese Bewertungen, die Sie da vornehmen, müssen Sie erklären können. Sie müssen der SchülerIn nicht nur sagen, das ist falsch, so machst du es richtig, sondern warum? Warum ist das nicht gut? Ja, aber wenn das jetzt Grammatikfehler sind, dann müssen Sie das irgendwie in den Gesamtkontext des grammatischen Systems, müssen Sie es irgendwie einbetten, Ihre Erklärung. Und vor allem auch gegenüber Eltern. Wenn Sie dann den Anruf kriegen und da ist dann jemand ganz, ganz, ganz wütend, weil die zwei Minus, den Schandfleck, der muss unbedingt weg. Dann müssen Sie erklären, warum das falsch ist. Oder Sie sagen in so einem Fall immer, ja na gut, dann gebe ich doch die 1,0. Alle Fehler wieder weg. Das kann auch nicht sein. Dann sind wir wieder bei der Bewertungsgerechtigkeit. Gut, ist eine Menge, ne? ist ein Paket, ist ein schönes Gesamtpaket. Und ich glaube, es ist jetzt irgendwie klar geworden, dass wenn Sie das alles irgendwie vernünftig machen wollen, dann brauchen Sie, wie alle Studierenden der deutschen Philologie, brauchen Sie ein vertieftes Wissen über Sprache und ich füge hinzu, aus meiner Perspektive natürlich vor allem über Grammatik, erstmal zumindest. Von der Grammatik geht, also für mich idealerweise, KollegInnen würden das vielleicht ein bisschen anders gewichten, das ist auch nicht falsch, aber Sie haben es jetzt mal jetzt mit mir zu tun, dass ganz viel kann man eben aufbauen, wenn man die Grammatik einmal irgendwie als System verstanden hat. Dass sie ein System ist, damit bin ich vor einer Stunde reingekommen. Was Sie aber irgendwie auch brauchen, weil Sie niemals alles wissen können. Ja, wie oft sitze ich da mit KollegInnen und über irgendeinem Satz und wir überlegen uns, was ist das für eine komische Konstruktion?
Ja, hat man noch nie drüber nachgedacht. Steht vielleicht in irgendeiner Grammatik, vielleicht steht das irgendwo in der Duden-Grammatik, aber ich kann die auch nicht auswendig. Das können Sie nicht alles wissen, Sie können die auch nicht immer mitschleppen. Und vor allem haben Sie nicht immer die Zeit, da drin dann rumzublättern und irgendwie, manchmal dauert das eine Stunde, bis man das gefunden hat, was man sucht, weil da so viel Gutes drinsteht. Das heißt, Sie brauchen eine Methode, um über das, was Sie sowieso schon wissen über Sprache nachzudenken. Und das ist das, warum ich auch dieses Buch extra für Sie geschrieben habe. Extra für Sie. Sie werden feststellen, dass da sehr viele Beispiele drin vorkommen. Im Grunde jede Argumentation fängt an mit irgendwie so und so vielen Beispielen. Und die Folien hier in der Vorlesung, deswegen sind die auch nicht selbsterklärend und Sie müssen das Buch dazu nehmen, beinhalten oft einfach nur Beispiele. Und ich diskutiere dann einfach die Beispiele. Weil an diesen Beispielen sieht man dann irgendwie, wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, sieht man, okay, Moment, das ist die Gesetzmäßigkeit, die hier vorliegt. Das geht nicht. So. Das versuche ich Ihnen zu vermitteln. Was aber jetzt auch klar ist, weil Sie halt viel mehr können müssen, als einfach nur selber Bildungssprache zu sprechen, heißt das, dass die Grammatik, die für Sie, für alle, nicht nur für die Lehramtskandidatinnen, dass das eine ganz andere ist, als die Sie später unterrichten. Sonst wäre das einfach, sonst würde ich mich hier einfach mit einem Buch für die 10. Klasse irgendwie hinstellen und mit Ihnen die Übungen machen aus dem Grammatikbuch für die 10. Klasse. Dann können Sie irgendwann das, was Sie selber später verlangen sollen von Ihren SchülerInnen. Damit können Sie aber nicht das hier alles. Nicht im Ansatz. Geht nicht. Das heißt, es ist eine ganz andere Grammatik, die ich Ihnen hier vermittle, als die Sie später unterrichten. Das heißt, wozu Sie das brauchen, ist jetzt irgendwie beantwortet. Und dabei sollten Sie außerdem im Kopf behalten, dass das ist jetzt die Einführungsvorlesung in Linguistik. Das heißt, das ist naturgemäß eine Grundlagenvorlesung. Weder die Linguistik noch die Fachdidaktik ist jetzt dafür da, Ihnen von der ersten Stunde Ihres Studiums an irgendwie zu sagen, wie, wenn Sie dann vor einer Klasse stehen, wie Sie das dann machen. Jetzt ganz konkret. Dafür brauchen Sie Grundlagen. Und wir sind wissenschaftliche Disziplinen, die Ihnen was Relevantes für Ihre spätere berufliche Praxis vermitteln. Aber das fängt nicht an mit der beruflichen Praxis. Also ich sage Ihnen was zum, oder biete Ihnen eine Grundausbildung an im Umgang mit Sprache, das Linguistik, und die KollegInnen aus der Fachdidaktik bieten Ihnen eine Grundausbildung erstmal an zum richtigen Handeln im Unterricht. Auch darüber muss man erstmal irgendwie nachdenken, bevor man das dann kann und üben kann. Deswegen stellen Sie bitte nicht bei jeder Folie die Frage, was hat denn das jetzt für einen Bezug zu meinem späteren Beruf. Eine Minimalanforderung aber wäre, dass Sie, wenn Sie dann mal Lehrkraft sind, dass Sie die Aufgaben, mit denen Sie später, weil die in irgendwelchen Lehrbüchern für Deutsch 8. Klasse oder so drinstehen, dass Sie, also ne, wenn Sie damit unterrichten sollen, dann müssen Sie die Aufgaben selber lösen können. Also ohne geht es ja gar nicht. Wenn Sie irgendwie Mathematik unterrichten und können selber nicht Wurzel ziehen, das wird dann nichts. Und deswegen würde ich Sie bitten, sich den Fragebogen, den ich mit Ulrike Seyert mal erstellt habe für eine Studie, die wir 2017 publiziert haben, sich anzugucken bis nächste Woche. Das ist jetzt keine Hausaufgabe im engeren Sinn. Ich bin noch nicht durch. Das kostet Sie auch nicht viel Zeit. Schauen Sie da einfach mal rein und ich erzähle Ihnen dann nächste Woche, was es damit auf sich hat und was in dieser Studie, die wir gemacht haben, rausgekommen ist. Und wir greifen das dann wieder auf. Vorschau auf die nächste Woche wäre, wir besprechen diesen Fragebogen, okay. Und dann geht es zur Phonetik über. Da geht es dann also mit dem Material los. Ich werde Ihnen kurz was sagen über die Medien, mit denen über die wir Sprache austauschen, also das akustische Medium zum Beispiel. Dann sage ich Ihnen, wie wir Sprachlaute bilden mit diesen Sprechwerkzeugen, die wir haben. Und wo zwischen Lippen und Kehlkopf irgendwie. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und werde Ihnen auch irgendwie die Standardaussprache für die Bundesrepublik Deutschland nahebringen. Österreich und Schweiz haben einen eigenen Standard. Da gibt es auch, der ist extra beschrieben in den entsprechenden Werken. Kann ich nicht richtig, deswegen konzentriere ich mich auf den
den bundesdeutschen Standard. Und Sie werden was erfahren über die genaue Transkription von Sprachlauten. Das ist ein bisschen lästig für manche, aber es geht nicht ohne und ich sage Ihnen dann auch, warum es nicht ohne geht. Was Sie unbedingt lesen sollten, sich diesen Fragebogen anzuschauen, da haben Sie was von, das ist optional. Was Sie aber unbedingt lesen sollten bis nächste Woche, wäre das Kapitel über die Phonetik, das ist Kapitel 4. Sie können mit dem auch einfach anfangen. Sie müssen nicht den ganzen Kram vorher gelesen haben, das kann man so mit einsteigen mit Kapitel 4. Sonst haben Sie nicht so viel von der Vorlesung. Und jetzt kommen noch die Schlussworte. Freihändig. Diese Vorlesung, da wird ja die Anwesenheit nicht kontrolliert. Die Anwesenheit wird nicht kontrolliert. Sie haben die Folien, Sie haben das Buch. Und typischerweise ist dann in der letzten Semesterwoche sind dann irgendwie noch 200 von 900 übrig, die tatsächlich in die Vorlesung kommen. Das Buch müssen Sie jetzt nicht auswendig lernen, um Gottes Willen. Ja? Das wäre ein bisschen viel. Aber da steht auch nicht wenig drin. Und es ist nicht wenig, was ich Ihnen erzähle. Und alles, was ich Ihnen hier erzähle, alles, was auf den Folien draufsteht, mit dem zugehörigen Abschnitten im Buch, ist Klausurstoff. Und zwar, weil das alles wichtig ist. Das habe ich gerade versucht, Ihnen zu erklären, warum ich glaube, dass das alles extrem wichtig ist, dass Sie das können. Als Fachstudierende der deutschen Philologie sowieso, da brennen Sie da drauf, ja, da sind Sie für deutsche Sprache und Literatur irgendwie auserkoren. Aber für Lehramt gilt das vielleicht auch für Sie, aber da hat das ganz konkrete Anforderungen, gibt es ganz konkrete Anforderungen, die auf Sie zukommen. So. Deswegen, ich kann Sie zu nichts zwingen, will ich auch gar nicht, aber lesen Sie diese Kapitel wenigstens einmal so quer vor der Vorlesung, kommen Sie in die Vorlesung, stellen Sie inhaltliche Fragen per E-Mail, zur Not auch hinterher, zur Not in der Sprechstunde. Ich gebe mir da sehr viel Mühe mit und dann klappt das auch und dann macht es auch Spaß. Gut, bis nächste Woche.